Habe ich Koks, habe ich Nutten und Waffen und was weiß ich nicht alles. Oh, so hört sich mein Furz auch an. Du teilst dein Leben, was du hast, mit deiner Familie zu Hause und mit deiner Familie im Club. Ja, guten Tag, Leute. Oh. Entweder zu sehr gekippt oder ein bisschen gerutscht. Oder einfach nur nichts. Wir haben jetzt Freitag. Wir haben ungefähr 8 Grad. Und ich hatte jetzt Bock, ein bisschen rumzufahren. Bin auch jetzt schon ein bisschen gefahren. Mir ist auch schon ein bisschen kalt. Ich habe mir gedacht, schmeiß dir die Kamera und der ganze Bums nochmal an. Machst nochmal ein kleines Video. Heute müsste ja jetzt das Video von mir online gekommen sein, wo ich über Motorradfahren bei Dämmerung rede. Wo auch mal schon mal ein paar Tiere über die Straße laufen. Ich habe ein Thema im Kopf, was auch eher eine Herzensangelegenheit ist. Darüber mal so ein bisschen zu sprechen. Ist ja irgendwie sowieso gerade so eine Zeit, dass wenn irgendwer aus irgendeiner Gruppierung irgendwas macht, dann ist direkt die ganze Gruppierung böse, schlecht oder was weiß ich nicht alles. Ein ähnliches Video habe ich ja vor kurzem hochgeladen und jetzt rede ich mal von genau der anderen Seite. Eine Seite, die mich persönlich auch betrifft, und zwar Motorradclubs. Richtige Motorradclubs. Ich habe vor, mit diesem Video zu versuchen, euch da draußen so ein bisschen die Angst vor Rockern, also vor richtigen Rockern und Motorradclub-Leuten zu nehmen. Jetzt ist hier Achterbahn! Denn ich glaube, das sind eher die wenigsten Menschen auf der Welt, wovor ihr Angst haben müsst. Eine neue Tasse. Ich bin gerührt. Das ist aber nett. Komm her! Die sehen manchmal ein bisschen wüst aus, gerade so die ältere Generation. Also, Motorradclubs und so. Ist ja jetzt letzte Tage wieder da, weiß nicht, vom Gremium da ein Chapter verboten worden. Irgendwie so steht das ja jetzt in den Medien. Und es ist ja ganz oft schon so passiert, dass irgendwelche Clubs und Chapter verboten worden sind. Ja, da kommen ja immer nur die ganz großen Clubs immer in den Medien. Und was eigentlich richtig traurig ist, ihr müsst mal überlegen, da sind so viele Menschen in so einem Club drin, gerade in den ganz großen Clubs. Die sind ja auf der ganzen Welt verteilt. Oder die sind auf der ganzen Welt bestehen, die Clubs, so kann man das mal sagen. Bei so vielen Menschen, da hast du schon mal den einen oder anderen da dabei, der auch schon mal Sachen macht, die nicht ganz so legal sind und vielleicht auch Geschäfte macht und was weiß ich nicht alles. Ne? Das aber dann auf einen ganzen Verein oder auf einen ganzen Club zu legen, das finde ich extremst schwach von der Politik und von der ganzen Regierung und den ganzen Gesetzen, wie das alles so ausgelegt wird. Hey, warum haben die denn hier alles abgeholzt? Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das ist richtig, richtig traurig, denn irgendwie hat man das Gefühl, dass die ganze, na gut, Polizei sind jetzt auch nur die Ausführungen, die Anweisungen ausführen. Aber ich sag mal, von ganz oben kommt der ganze Druck nach unten. Und leider durch das ganze Fernsehen und diese ganzen, ich sag vor allen Dingen RTL und so, die ganze Berichterstattung ist ja mal komplett daneben und komplett für den Arsch. Ob es jetzt die Sache mit Querli ist oder Sachen mit Motorradclubs, wenn du da RTL einschaltest, dann hörst du eigentlich zu über 90% nur dazu Gedichtetes und mehr oder weniger Lügengeschichten. Und leider ist es tatsächlich so, dass die oder sehr, sehr viele Menschen genau das glauben und genau das abkaufen, wo die Gehirnwäsche funktioniert.
Leute, Motorradclubs sind nicht böse. Motorradclubs sind überhaupt nicht politisch eingestellt. Also zumindest ist das so der Fall. Und ich bin schon viele Jahre jetzt mittlerweile oder einige Jahre dabei und bin auch so ähnlich mit den Werten aufgewachsen. Da gibt es kein Links, da gibt es kein Rechts, da gibt es keine Religion, es gibt keine Rasse. Wer im Motorradclub reingeht, akzeptiert halt diese Bedingungen und macht dann seinen Weg. Und wenn er es schafft, zum Member zu werden, dann ist er dabei. Und da spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe oder sonst wie was es irgendwo gibt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das habe ich letztens aufgeschnappt. Das ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, einige Clubs, wo es noch, die schon so alt sind, wo es noch uralte Regeln gibt, dass gewisse, ja, wie soll ich das jetzt aussagen, ohne beleidigend zu werden? Weil heute muss ja alles politisch korrekt ausgedrückt werden, aber eigentlich geht mir das alles am Arsch vorbei, denn mich, also, es gibt wohl einen Club, da dürfen keine schwarzhäutigen Menschen rein. So, das ist totaler Schwachsinn, aber das weiß man vorher, dann gehen die eben woanders rein. Um das jetzt mal so zu sagen. Auf jeden Fall kann ich das nicht verstehen, dass wir, egal ob 1%er Club oder nicht 1%er oder ja, Motorradfreunde betrifft das ja alles schon gar nicht mehr. Also alles, was wirklich MC ist, werden ja von oben quasi so kast oder wird versucht, ne? Also wird ja versucht zu kastrieren. Und wehe irgendeiner aus irgendeinem Club, der mal wirklich ein paar Leute zusammen hat. Oh, du fährst hier aber auch wie eine Schnalle, ey. Wo mal ein paar mehr Leute drin sind, die auch mal ein bisschen böser aussehen als andere. Weil dann einfach die Mentalität ist. Das heißt aber nicht, dass man so ist. Das ist nämlich totaler Schwachsinn. Dazu komme ich gleich auch noch. Das wird so aus den ganzen Zusammenhängen gerissen, gerade auch von den Medien. Ja, kann da sein, dass der eine oder andere auch mal irgendwas zu Hause hat, was vielleicht nicht ganz so legal ist. Ich möchte aber nicht wissen, wie viele Kindergärtner irgendwas Illegales zu Hause haben. Oder Politiker, gerade Politiker, ne? Die haben ja nur Dreck am Stecken irgendwo. Seit jetzt in der CDU was rausgekommen ist oder Kinderpornografie da bei dem einen oder anderen von den Grünen und so weiter. Das kann man überall ausführen. Werden denn jetzt diese ganzen Parteien, Politiker oder irgend diese ganzen Gruppierungen verboten? Nein. Wen trifft es wieder? Die Rocker. Und das darf nämlich nicht wahr sein. Das war totaler Schwachsinn. Wir haben nur ein paar hundert Politiker, von denen sind so viele korrupt. Ja? Und die kriegen dann wahrscheinlich sogar noch Kohle bis an ihr Lebensende. Und dann kommt jetzt so ein Rocker. Gut, es gibt, wie nennt man das Wort? Bagatelldelikte? Ja, auf jeden Fall harmlose Sachen. Dafür kriegen sie den dran und nur weil der eben eine Kutte anhat, dann wird er eben voll bestraft. Und das habe ich auch schon, also ich, mir persönlich ist es nicht passiert, aber ja, ist schon vorgekommen. Ja, oder du greifst mal einen mit dem Besenstiel an und kriegst du dann drauf. Aber egal. Was ich damit sagen will, dass wir immer irgendwo irgendwelchen Vorurteilen ausgesetzt sind, weil einfach die ganzen öffentlichen Medien den meisten Menschen das so eintrichtern und das auch noch schaffen. So, und dann heißt das, ja, also ich habe schon mal, mich wurde schon öfters gefragt, ja, bin ich denn jetzt Nazi, bin ich jetzt rechtsradikal, bin ich grundsätzlich kriminell, habe ich Koks, habe ich Nutten und Waffen und was weiß ich nicht alles. Also Motorclub heißt unter gar keinen Umständen automatisch, dass man irgendwas von den ganzen Sachen besitzt. Das ist totaler Schwachsinn. Das mag sein, dass es das gibt. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, oder ich behaupte nicht, dass das im Namen eines Clubs ist oder Grundvoraussetzung, dass du solche Sachen machen musst oder so. Auch heißt es nicht, dass nur weil man 1%er ist, automatisch kriminell ist. Nein, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass das alles totaler Schwachsinn ist. Dass gerade auch Motorradclubs total vieles soziales Engagement haben. Voll vielen, also ganz viele Motorradclubs machen Benefizveranstaltungen, fahren für Kinder, fahren für Behinderte oder besondere Menschen oder sammeln für solche Menschen und auch da, wo Hilfe benötigt wird. Was nicht noch alles. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch schon das mehrmals gesehen, auch im Internet, dass viele Motorradclubs auch Spendenkonten eingerichtet haben für die Leute,
wo auch jetzt gerade Corona richtig reinhaut und so und vor dem Bankrott stehen und solche Sachen einfach. Und sowas wird alles immer wieder totgeschwiegen. Das wird, sowas kommt nie an die Öffentlichkeit. Das ist eigentlich irgendwo richtig schade. So hört sich mein Furz auch an. Ja, also weil ich auf jeden Fall sagen kann, vor Rockern hat man irgendwie mehr Respekt als vor der Polizei und das ist auch ganz gut so. Das ist auch nicht ohne Grund so, denn ohne jetzt abgehoben oder irgendwie aggressiv klingen zu wollen oder den Macker raushängen zu lassen, denn das ist eigentlich gar nicht so, das ist nicht die Art eines richtigen, vernünftigen Rocker- oder Motorradclubler, also eigentlich, die Strecke ist auch echt scheiße, ey. Boah, hier in Deutschland sind nur so scheiß Hitlerstraßen, ey. Boah, schöner Benz, W123 Coupé. Boah, da bin ich auch noch fast groß drin geworden, sozusagen. Der Nachfolger, das ist mein egal, ich schweife schon wieder ab hier. Wenn du Hilfe brauchst, dann geh lieber zu einem Rocker, gerade auch zu 1%ern, denn die haben ganz, oder wir, ich sag bewusst jetzt wir haben ganz andere Werte. Wir leben ganz anders, was jetzt überhaupt nicht bedeutet, dass irgendeiner von uns vorsätzlich kriminell ist oder überhaupt eine kriminelle Ader hat. Ganz im Gegenteil. Nur, wir verteidigen uns. Wir rufen nicht die Polizei. Schon gar nicht, wenn es überhaupt nicht sein muss. Bei uns ist das auch eher, ja, dann haust du dir mal einen auf die Mappe und danach trinkst du eigentlich ein Bierchen weiter. Und das gibt's heute noch. Lasst euch da nicht beirren von irgendwelchen Idioten, die was anderes erzählen. Ja, es gibt auch andere Geschichten, natürlich. Damit haben aber die meisten Motorradclubs gar nichts zu tun. So, bei uns gibt es Gemeinschaft, es gibt Zusammenhalt, ist wie eine Bruderschaft. Im Grunde genommen nichts anderes wie ein Schützenverein, nur eben männlicher. Wie die Wichse an der Hand. Auf einem Motorrad. Ne, mit richtigen Pferdestärken unterm Arsch. Gut, der eine mehr, der andere weniger. Und vor allen Dingen tragen die Leute, die eine Kutte tragen und oder auch noch heutzutage tragen dürfen, wenn es nicht verboten ist. Es hat was mit Stolz zu tun, so etwas zu tragen, weil du bekommst es nicht einfach so. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, boah, ich kaufe mir jetzt eine Weste, ja, ich zahle jetzt Clubbeitrag, ich gehöre jetzt zu euch, so nach dem Motto. Das gibt's nicht. So etwas gibt es nicht. Du verdienst dir deine Abzeichen, du verdienst dir deinen Color und das über Jahre hinweg. Und wenn du es einmal hast, heißt das nicht, dass du dich von heute auf morgen daneben benehmen darfst. Du kannst jetzt nicht mit deiner Kutte dann in eine Stadt gehen und überall frech werden und jeden anpupen und Terror machen. Da kriegst du ganz schnell von deinen Leuten gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Gleich eins aufs Maul. Du repräsentierst nämlich etwas. So, und das muss man auch im Hinterkopf behalten. Schon allein deswegen. deswegen nicht, aber das ist etwas, was ganz, ganz, ganz stark in Stolz geht oder an den Stolz geht, dass gewisse Clubs verboten wurden und die ihre Abzeichen einfach nicht tragen dürfen. Das ist, ich glaube, viele von euch normalen Menschen, oder als normalen Menschen, wir sind auch normale Menschen, ne? Nur wir haben eben uns für eine andere Lebensweise entschieden. So, und das muss man mal so ein bisschen mal so berücksichtigen. Ne? Für uns ist das verdammt viel wert. Was für dich da draußen vielleicht deine Eco United Jacke ist oder weiß ich nicht, für den einen der Fußballverein oder was weiß ich nicht, ne? Ist das für uns der Motorradclub. Wobei ich sogar sagen würde, bei uns 1%ern geht es ja noch weiter. Das ist wie eine zweite Ehefrau sozusagen. Du teilst dein Leben, was du hast, mit deiner Familie zu Hause und mit deiner Familie im Club. Und so ist das. Ich weiß, dass sich viele das nicht vorstellen können oder denken, boah, das sind alles Affen. Ich habe das nämlich auch schon oft im Internet gelesen. Das sind aber alles Menschen, die sowieso keine Ahnung haben. Oder dann schreibt der eine schon mal, ja, ich habe mir das auch schon mal angeschaut. Aber mit solchen Werten will ich nicht leben und muss dir von allen und jedem was sagen lassen und blablabla. Das sind dann so welche, die haben es einfach nicht geschafft. Die haben das Zeug nicht dazu und die haben einfach nicht die richtige Einstellung dazu. Und nein, es ist nicht so, dass du, wenn du anfängst, die dreckigsten Sachen machen musst. Sowas gibt es eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber in einem anständigen Motorradclub ist das nicht so. Aber
Leben und Leben lassen, so ist eigentlich so meine Devise. Und das versuche ich mir auch zu verinnerlichen. Und genauso ist das auch bei uns Motorradclubs. Ich finde, man soll es doch machen lassen. Ne? Warum muss denn immer wieder irgendwo von ganz oben da dazwischen gefunkt werden? Du asoziales Element! Oh, so heftig gehustet. Oh. Ja, das darf alles nicht wahr sein. Also ich finde es schrecklich. Oder mich macht es richtig, richtig sauer. So sauer bin ich jetzt gerade, weil ich mich da so sehr rüber... Das ist dann die Mentalität, die bei uns Rockern einfach so ist. Wir sind raue Menschen, aber wir sind ehrliche Menschen. So, und ist doch so. Du kannst eher zum Rocker in deiner Nachbarschaft gehen und um Hilfe bitten, als um deinen Postbote, der rechts neben dir wohnt und mit seiner gelben Shorts da gerade den Rasensprenger anmacht. Der wird dir nicht helfen. Definitiv nein. Aber es ist ja nicht so, dass alle Menschen so denken über uns Rockern und Motorradclub-Leuten. Also ich vereinfache es mal mit Rockern. Ja, was auf jeden Fall nicht stimmt, dass wir alle kriminell sind. Ganz im Gegenteil. Ich kann jetzt nur von mir reden. Ja klar, ich habe ja mal von meinen Rollergeschichten von früher erzählt. Und auch ich hatte auch schon mal eine Jugendboxerei hier und da und auch schon mal ein bisschen später. Aber das ist bei mir auch eher so, also ich verteidige mich. Ich renne nicht weg. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Mentalität zu haben, wenn du vorhast, in einen richtigen Motorradclub zu gehen. Auf der einen Seite bekommst du Schutz, wenn du... Es ist jetzt ja ganz selten, dass sowas passiert eigentlich. Ne? Das wird von den Medien immer nur so breitgeschlagen. Aber wenn es denn mal so kommen würde, dann weißt du hast da Leute, auf die du zählen kannst. Genauso gut müssen die aber auch auf dich zählen können. Und dafür gehst du halt deine Zeiten durch, damit du überhaupt erstmal deinen Member-Patch bekommst. Ne? Oder damit du überhaupt mal Mitglied werden wirst. Damit du Mitglied wirst. So. Es ist wie so eine Art Ausbildung, die du da machst. Es muss aber, die Grundeinstellung, die muss vorher schon da sein. Wenn du die schon nicht hast, dann wird das nichts. Ich sag mal, die Auswurfkriterien sind auch relativ hoch bei einem Motorradclub. Das ist nicht für jeden etwas. Du musst dafür schon geschaffen sein. Denn es ist überhaupt nicht so, dass Motorradclubs, habe ich auch vorhin schon erwähnt, von vornherein, oder dass sie überhaupt, die meisten Motorradclubs, ich sag mal, weit über 95% oder was, die wollen ja gar nichts mit Kriminalität zu tun haben. Wir sind ein Motorradclub, weil wir in einer Gemeinschaft Motorrad fahren wollen. Weil wir zusammen auf Partys feiern wollen. Wir wollen saufen. Und man sagt nicht ohne Grund harter Rocker. Obwohl harte Schale, weicher Kern. Und das trifft bei über 99% von uns Rockern einfach zu. Es gibt also keiner von uns... 1%ern und Motorradclubs, also herkömmliche Motorradclubs, sind irgendwie rechts oder links radikal, ne, wie ich schon sagte, und bei uns sind alle Nationalitäten, also der Mensch ist Mensch, wir sind keine Kriminellen, keiner von uns ist irgendwie, ich sag jetzt mal, schwer bewaffnet, also man kann jetzt auch auslegen, wenn ich jetzt einen Schraubenzieher in der Tasche habe, weil ich immer was an meinem Motorrad machen muss, könnte man es auch als Waffe auslegen und ich glaube, das machen die Medien wohl auch ganz gerne. Nein, doch. Jetzt mal so am Rande. Aber so eine Kutte, okay, jetzt fange ich an zu schwärmen, was eigentlich mit dem ursprünglichen Thema nichts zu tun hat. Wenn du auf jeden Fall stolz für und mit deinem Motorradclub bist, dann gibt dir das irgendwo auch sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein und viel Kraft. Und man muss wissen, damit umzugehen. Man darf das nicht ins Negative ausnutzen. Und das kommt auch vor, ganz klar. Und das fällt dann wahrscheinlich auch schon mal negativ auf, auch in der Öffentlichkeit. Das ist Fakt, dass das oder solche Menschen einfach die Minderheit sind. Das ist nicht das, was uns repräsentiert, ganz im Gegenteil. Ihr braucht auf jeden Fall keine Angst haben vor Motorradclubs und vor Rockern. Ganz im Gegenteil, wir sind Familienmenschen, viele sind Väter, Opas schon und auch die ganzen Klischees, Frauen im Motorradclub werden irgendwie wie Dreck behandelt oder all so ein Scheiß. Glaubt den Scheiß nicht, so ein Schwachsinn, totaler Bullshit, Leute, wirklich. Auf einem anständigen Motorradclub oder auf einer anständigen Motorradclub-Party oder auch so, wenn sich die Jungs treffen, Frauen, Kinder, das gehört alles mit dazu. Es ist keine Trennung. Zu Hause hast du das und dann hast du das.
Du kannst das alles miteinander verbinden. Und das totaler Schwachsinn, dass Frauen da wie Dreck behandelt werden oder gibt ja so viele Klischees. Und glaubt schon gar nicht das, was ihr bei Sons of Anarchy seht, weil genau das ist das Gegenteil. Dass jeder eine knarrende Tasche hat, dass Frauen sowieso für jeden nur eine Nutte ist oder so. Totaler Bullshit, totaler Schwachsinn. Und so hat es auch Frauen abwerten und also, ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen soll. Also wer so was glauben will, dass das in einem Motorradclub so ist, da frage ich mich, ob bei dem Menschen überhaupt Intelligenz vorhanden ist. Also ganz ehrlich. Ja, das ist ein Thema. Man könnte da auch so weit streuen und so weit ausholen, aber irgendwie muss ich versuchen, da so ein bisschen die goldene Mitte und halt eben auch sehr allgemein treffend zu formulieren. Oder ja, dann war es das für mich heute mit dem Thema. Und ich wünsche mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein schönes Wochenende und eine Woche Urlaub. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Tja, ich würde mir wünschen, wenn euch das Video gefallen hat, dass man mir ein Abonnieren meines Kanals irgendwie. Sprachen lernen, Bubble. Oder, nee, wie soll ich das sagen? Dass ich euch dazu animieren kann, meinen Kanal zu abonnieren. Und lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mal drunter, wie ihr die Sache seht. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein, Leute.